Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zum weiteren Livestream ja, hier auf der Südhämmern. Ich habe mir die Map mal geladen und dachte, ich gucke mir die einfach mal an und spiele mal drauf. Ja, als erstes würde ich sagen, kauf mal den Hof, weil den habe ich noch nicht. Dann habe ich mir überlegt, Feld 12 noch mit zu kaufen. Hallo. Und Feld 14, dann habe ich erstmal ein bisschen was, weil ich spiele ja mit 2 Tage Season. Die Maschinen werde ich alle komplett abgeben, also die werde ich nicht behalten. Die werde ich jetzt erstmal alle abgeben. Okay, den nicht, den will ich behalten. Weil mit dem kann man dann direkt auf Ernte gehen. Und dann gucken wir einfach mal, was hier so ist. Also, ne. Nein! Jetzt habe ich meinen Schneidwerkswagen verkauft. Warum? Warum habe ich jetzt bestimmt den Schneidwerkswagen verkauft? Nein. Ja gut, dann kann ich das Schneidwerk auch abgeben, dann kann ich das oben dann mal neu holen. Komm. Also das Feld 9 haben wir, dann haben wir das Feld 12 und 14 mit Raps. Wir haben schon eine ordentliche Produktion. Die will ich mir jetzt erstmal angucken, weil ich nicht weiß, was. Wir haben eine Saatgutproduktion: Weizen, Gerste oder Mineraldünger und Wasser. Was ist auf dem Feld? Hafer, gut. Also die kann ich noch nicht anschmeißen. Was gibt es noch? Heu, ja, Gras, Silage, Schwein, Kalk, Steine und Diesel, Dünge. Gülle und Mist, Flüssigdünger, Dünger und. Okay, das heißt, ich brauche eigentlich noch ein Weizenfeld, beziehungsweise für die nächste, das nächste Jahr dann zur Not ein Weizenfeld, aber. Oder? Ich mache das einfach so, dass ich mir dann halt ein Feld kaufe, was nur mit Weizen ist, aber als erstes würde ich sagen, da ja hier, Hafer ist das, glaube ich. Hafer, dass wir das erntereif haben, würde ich sagen, kaufe ich mir jetzt erstmal ein Schneidwerk. Was habe ich denn hier? Klaas Trion. Gut, das heißt, ich brauche ein Trion-Schneidwerk. War das das? Klaas Trion, ja. Das heißt, den brauche ich neu. Was nämlich für ein Kennzeichen? Was ist denn mit? Warum ändert sich das denn immer? Ben LS 22. Das kann alles passen. Reserverad brauche ich nicht. Attack Pinguin. Dann brauche ich jetzt das Schneidwerk. Und ich bin ja echt am Überlegen, ob ich mir hier den Fendt holen soll. Den 900er mit. Reifen und Radgewicht, Rundumleuchte links und rechts, Ausstattung. Was ändert sich denn da bitte schön? Keine Ahnung. Warntafel nicht, Motorsführung 100 PS. Der wäre halt im Angebot. Für 144.000 ist es auf jeden Fall ein Schnapper. Vorn und hinten. Hier steht Ben LS. Und da steht. Ach so. Ah, das ist ein. Ah. Ich verstehe. Aber weißt du was? Den kaufe ich direkt. Dann brauche ich noch ein Gewicht. Und dann würde ich sagen, gehe ich in die Ernte und hole den Rest dann halt später. Ich gucke nur mal wegen dem ausgelassenen Frames. Aber. Sollte ja theoretisch passen. Das heißt, muss jetzt nur gerade kurz gucken, wo mein Drescher ist. Hier ist noch eine Gabel, ernsthaft?
Das Lustige ist, die wird mir dann noch nicht mal angezeigt zum Verkaufen. Das heißt, irgendwas ist hier hart lustig, weil die lag da drin und eigentlich habe ich alles verkauft, meiner Meinung nach. Ja, naja, egal. Erstmal, wo der Glas drin ist, ich glaube hier. Und sagen, den schicke ich erstmal zum Feld, beziehungsweise fahre den zum Feld hin. Gut, Adelkus habe ich nicht. Ich wollte aber noch was anderes machen. Paralon aus und dann nochmal speichern. Ich hoffe, dass mit dem Ton passt auch alles. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch mal direkt in die Ernte. Entweder, ich muss gucken, entweder verkaufe ich Hafer oder behalte das. Ich muss halt jetzt mal gucken. Hafer, Hafer, Hafer. Gucken wir doch mal. Oder? Ach, guck mal, wir können es auch noch Minden verkaufen. Oder? Ich glaube, hier war die Getreidemühle. Ich guck mal, was die kostet. Weil ich glaube, Hafer können wir auch zu Mehl machen. 96.000, gut zu wissen. Altmull, genau. Muss sagen, für ein Schnäppchen sieht aber noch richtig gut aus. Also 20 Stunden ist halt auch nicht so viel. Beziehungsweise geht halt auch noch voll klar. Und ich merke gerade, ich muss mit dem Wäsche auf jeden Fall hier zum Shop hoch. Das heißt, ich kann den auch mit GPS ausstatten. Gut, dann fahren wir mal zum Shop hoch. Dann geht es heute erstmal in die Ernte. Also die drei Felder machen wir auf jeden Fall runter und dann mal gucken. Ich muss mich erstmal zurechtfinden. Ich muss sagen, ich spiele zum ersten Mal auf der Map. Ich habe die noch nie gespielt und deswegen weiß ich nicht, wo was ist, aber ich hoffe, ich finde mich hier schnell zurecht. Ich glaube, hier ist der Reparaturpunkt. Das heißt, dann kann ich hier auch GPS einbauen. Genau. Konfigurieren. GPS. Das war das genau. So. Ben LS 22. Ruhig auch in grün. Prion. Ja. Wer weiß was? Wir lassen das mal. Wir bauen nur GPS ein. Und dann passt das schon. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie ich das Schneidwerk da wegkriege, weil bei meinem Glück läuft das eher alles wieder schleppend. So. Der Streamtitel ist auch richtig willkommen auf der Südhermann, ja. Dachte erst, der wäre nicht richtig, aber passt doch. Na komm. Check der attached, genau. Ich war auch erst überlegen, ob ich mir nicht hier einfach einen Punkt zum. Ob ich mir hier selber die Punkte einfahre oder ob ich warte, bis welche eingefahren werden, weil ich fahre ja gerne mit AD und ja. Mal gucken. Ich würde sagen, ich kann auch gleich direkt hier starten. Das heißt, ich kann hier stehen bleiben. Eine der hatte kein IC drin. Oder hat der einfach kein? Weiß gerade gar nicht, ob ich Dings drin habe. Simple IC, das muss ich später mal gucken, wenn ich mir noch einen anderen hole. Aber ich würde sagen, wie muss ich stehen? Muss gleich vorne einmal, muss ich drehen? Ja, ich muss einmal drehen. Das heißt, ich kann vorne gleich direkt am Hof reinfahren und dann einmal perfekt drehen.
Hier ist glaube ich, die Kaltproduktion. Ja, heißt, hier kann man so Steine reinlesen oder reinlegen. Und dann auf ganz entspannt. Also irgendwie ist das für mich eine Produktionskarte. Ich habe mir da auch mal ein, zwei Videos zu angeguckt und da war auch, das ist, oder da wurde gesagt, das ist eine Produktionskarte. Ist aber, finde ich, doch eine schöne Karte. Sollte eigentlich passen. Stroblage. Ach, ich stand einfach nicht richtig. Ja, gut. Würde sagen, ich fahre Längsbahn. Beziehungsweise ich würde jetzt hier einmal runterfahren und dann Längsbahn fahren auf jeden Fall. Ich denke mal, fahre ich halt einfacher mit. Stroblagung ist an, perfekt. Das passt. Einigermaßen gerade ist es auch. Ich denke mal, das Stroh kann man halt erstmal einlagern und dann später für Tiere verwenden. Das passt alles perfekt. Haben wir Bärchen. Gut, viel kriegen wir nicht runter, weil Unkraut ist ja 100% gefüllt. Deswegen wird da nicht viel runterkommen. Genau, das heißt, jetzt muss ich hier GPS einfahren. Das heißt aber auch, mich einigermaßen gerade hinstellen. Steuerung S, automatische Breite, Spurführung an Linie. Genau so. Steuerung S. E-Punkt. Ach, genau, perfekt. So, das heißt, GPS fährt und ich kann mal wegen Mission gucken. Was war da so drin? Ich kann erstmal ein bisschen gucken, was wir hier so schönes haben. Düngen, düngen, düngen. Probern. Ist halt auch interessant. Ja gut, die habe ich auch mit drin, also da können wir auch ein bisschen was machen. Düngen, spritzen. Düngen wäre interessant und grubbern wäre halt interessant. Feld 1 und 2, das ist halt alles schön in der Nähe, schön entspannt. Was ich noch brauche, ist auf jeden Fall ein Hänger. Da würde ich ja ganz ehrlich, gut, das sind Outload-Dinger, das ist mit Rüben. Ja, da ist auch noch ein Outload, also irgendwie muss ich mal die Outload-Dinger sortieren, weil. Ich habe da doch ein bisschen viel drin. Ich würde den einfach nehmen. Ben LS. Passt. Aber ich finde, es läuft doch eigentlich echt rund. Jetzt hier auch einfach runter, das heißt, hier habe ich ja genug Platz zum Wenden zum Glück. Einen Ladewagen brauche ich da noch. Ich hoffe, ich komme mit den 900.000 hin. Zur Not kann ich ja einfach sagen, nehme hier oben die Mission an zum Düngen und zum Grubbern, weil einen Grubber brauche ich ja eh und das bringt halt echt viel Geld. Dann kann ich mir noch einen, zur Not einen Traktor holen und dann kann ich erstmal düngen und später grubbern. Feld 1 und 2, wo ist denn Feld 1 und 2? 1 ist hier oben, 2 ist da. Okay, Feld 2 ist im Wachstum und ich soll es grubbern. Also irgendwie habe ich das Spiel kaputt gemacht, aber wenn das Spiel das so will, dann sei es halt so. Dann soll es halt so sein.
Das mal eben wegmachen, das mal. Ja, jetzt habe ich wieder ausgelassene Frames, ist klar. Gut, 9,33 habe ich, dann könnte ich mir jetzt entweder noch einen Mittelgroß holen oder einen Großtraktor, muss ich halt mal gucken. Der fährt, das heißt, ich kann mal nach einer Maschine gucken. Habe ich da drin genau den Düngestreuer will ich wieder. Pflegebereifung. Passt. Ich habe einen Großtraktor. Das heißt, ich könnte mir noch ein Mittelding zur Not holen. Wo ich denn für, ich muss erst mal gucken, was ich für einen Grubber für eine Arbeitsbreite brauche. Weil cool wäre ja der hier. 200 PS. Gut. Das passt. 200 PS, das heißt, ich nehme. Ui, da habe ich ein bisschen was zu konfigurieren. Ja gut, das mache ich gleich, wenn ich wieder oben einmal runterfahre. Das ist noch ein bisschen mehr als nur ein bisschen. Tausend, ja. Geld wird auf jeden Fall ein bisschen knapp. Beziehungsweise jetzt mache ich meinem Tier die Maschine und dann lasse ich den hochfahren. Hallo? Danke. Bin jetzt nur noch Pflegebereifung. Na, perfekt. Ui, Breitreihe. Ja, doch, ich nehme die EU-Rundumleuchte. Beide. Gibt den ein bisschen mehr PS. 215 sollte passen. GPS, yo. Also den feiere ich dann doch lieber in Standardfarbe, aber grüne Felgen. Kennzeichen passt. Oder sollte passen. Dann braucht er noch ein Gewicht und dann kann er grubbern. So, Gewicht kann er ja ein. Oh, das ist zu viel. Komm, er kriegt auch ein. Ne, ein Glas habe ich dann. Kriegt ein Glas, ein 900er. So, Feld 2 ist hier. Das heißt, ich könnte den Antikus so fahren. Hier runter und dann hier rein. Oder ich könnte hier, dann da. Weiß ich nicht. Also AD-Kurs bin ich noch nicht so wirklich mit drinne. So, Richtung Hülle, ne, ich muss. Muss ich jetzt hier rein oder vorne? Ich muss gucken. Ne, die nächste ist okay.
Wenn sie sagen, ich soll Feld 2 grubbern, dann mache ich das doch. Also, ne, wenn der Kunde das so will. Ne, Feld 1 grubbern. Ups, Feld 2 dünn. Was? Imperatorex. Dankeschön für deinen Follow. So, was muss ich jetzt hier grubbern? Feld 1. Dann fahre ich sogar richtig. Das war auch sehr komisch, Feld 2, grubbern, obwohl da was drauf ist, aber da war ich einfach mal wieder ein bisschen lost. Ich würde sagen, den setze ich jetzt hier einfach an. Erster Wegpunkt. Erstellen. Vorgewende mache ich mal. Ja, mach ich mal 3. Start auf Bahnen. War klein geworden. Bus generieren. Ja. Sollte passen. Oh ne, das ist. Links Drehschimmel, also Achse, das kann, also Lenkachse kann ich überhaupt gar nicht. Kann mit dem schon mal den Hänger holen und dann brauche ich doch irgendwie doch noch mal eine Maschine. Also ich denke mal, mit zwei Traktoren bin ich doch sehr eng aufgestellt. Aber machbar. Weiß gar nicht. Ich muss mal gleich gucken, ob es auch für Stroh irgendwie eine Produktion gibt oder ob ich da irgendwie erstmal ins Hofsilo einlagern kann. Kann ich ja jetzt meinem Tier gucken. Produktionen. Silage, Mischfutter. Hier kann Stroh rein. Perfekt. Noch keine Wiese, stimmt. Gibt es hier überhaupt eine Wiese? Feld 30, Feld 3. Feld 1 ist auch eine Wiese, aber nicht gekennzeichnet. Okay. Gut. Ich lasse das einfach mal so stehen. Das sollte passen. Ladewagen. Was brauche ich denn für einen Ladewagen am besten? Ladewagen. Oder was nehme ich denn da am besten? Und der Mengele weiß ich nicht. Was sagt denn Gebrauchtwagen? Nix. Sechsunddreißig, 46, 40. Wie teuer war denn der Mengele überhaupt? 70.000. Schwierig. Also entweder Mengele oder wie heißt das? Ein Pöttinger. Kann ja gleich schon mal auslernen. Das heißt, ich kann den beim Drehen schon mal perfekt auslernen.
Stimmt, hatte ich ja ausgemacht. Was sagt? Gut, der arbeitet noch auf der Bahn, das ist perfekt. Ach komm, ich nehme auf entspannt den Mengele. Mittel, Stahl, Ben LS passt. Entweder lagere ich Hafer erstmal ein oder ich verkaufe das dann oder ich hole mir die Getreidemühle und lag und mache das dann daran, aber ich weiß nicht, was bringt mir denn hier überhaupt Mehl? Mehl, Mehl, Mehl. Genau, hier sind die Produktion, das ist unwichtig. Luzerne frisch ist unwichtig. Mehl. Einkaufsstadt, ach. Taverne 1000, ja. Mehl ist nicht lukrativ. Weil, so bringt Hafer halt. Ja, ist beides nicht lukrativ. Glaube, ich lagere das erstmal ein und dann gucken. Immer wenn der so ungefähr abgetankt hat, ist die Straublage auch weg, ja. Und dann bin ich mal gespannt, wie ich halt allgemein mit Proceed klarkomme. Ich muss erstmal gucken, was hat das Feld 9 überhaupt für Zustände? Was muss ich da überhaupt dann machen? Hotspot Flügen, das heißt, ich brauche einen Flug. Gut. Ich habe ja ungefähr 215 und 300, ja. Das heißt, ich kann mir hier Flug den hier holen. Gut, für den ist es zu schwach, aber ein Classic, schwarz. Und sobald dann hier das Stroh eingefahren ist, kann ich hier dann entspannt flügen. Ich denke mal mit 3 Felder und 2 Tage Season. 2 Tage? Für 2 Tage. Ja, 2 Tage sollte ich zurechtkommen. Denk mal, das sollte auf jeden Fall hinhauen. Gut, wieso jetzt da hinten die Palettengabel noch ist, obwohl ich die eigentlich verkauft habe, ist mir ein Wunder. Also ich glaube, da habe ich einen Bug verursacht. Was ist denn hier alles? Ich wollte mal so wegen Produktion gucken und das speichert erstmal. Was ist denn hier sonst so an Produktion drauf? Hier ist der Pferdehandel. Warte mal. Pferdehandel. Zug. Schafshandel. Sehe ich das gerade richtig? Es gibt 3 Viehhandel. Respekt. Okay, das ist mir auch neu. Also 3 Viehhandel ist, ja, kann man mal machen. Gibt es hier auch was zum Kaufen von Dünger, Landhandel, Hülle?
Einkaufsstation, was ist denn? Ich muss mal gucken, ob es bei Einkaufsstation Hülle sowas wie Saatgut und so zum Einkaufen gibt, weil aktuell kann ich mir das noch nicht selbst produzieren. Also hier kommt auf jeden Fall Weizen drauf, damit ich meine Saatgutproduktion zum Laufen kriege. Was braucht denn die Diesel Production? Oder habe ich das überhaupt? Nö. Ah. Weiß gar nicht, wofür ich zwei Rapsfelder gekauft hatte, bin ich gerade ganz ehrlich. Guck mal, vorletzte Bahn und dann kann ich hier vorne die zwei kleinen Stückchen mitnehmen und dann kann ich aufs nächste Feld. Okay, doch noch nicht. Das ist so ein kleiner. Ja, gut. Also ich bin mal gespannt, wann es für die Karte AD-Kurse gibt, weil, dann muss ich die nicht selber anfangen, beziehungsweise könnte ich aber mit Maus und Tastatur. Ja, ist nicht gerade geil. Sagen wir so, wie es ist. Mission läuft. Ja. Bluetooth Phone USB. Okay. Hafer, was mache ich mit dem Hafer? Schwierig, also ich weiß echt nicht, was ich mit dem Hafer mache, außer erstmal einlagern, falls ich irgendwann Hühner habe. Aber sonst habe ich keine Verwendung aktuell für den Hafer. Das ist natürlich schlecht. Na gut, da vorne kann ich ja dann kurz häckseln, dann mache ich hier unten wieder die Stroblage an. Vogel im Hafer. Bringen mir denn Eier? Also ich muss halt echt gucken, was mir halt Geld bringt, weil ich habe jetzt schon, also ich will halt plus kommen, aber Eier, Eier bringt viel Geld. Das heißt viel, aber Eier kann ich auch für andere Produktionen zum Glück dann nehmen. Das wäre gar kein Problem. Ich muss nicht häckseln, das ist nur auf meinem Land, das passt. Wunderbar. Ich habe erst gedacht, ich muss das häckseln. Aber das ist ja noch alles so legitim. Oh, ich hätte dich hoch machen sollen. Fahr ihn drunter und tank den ab. Also viel kommt hier halt echt nicht runter. Zu weit. Ich könnte ja ein paar Hühner kaufen, dann könnte ich wenigstens das Hafer schon mal gleich verbrauchen.
glaube, hier ist das Strohlager. Also ich muss mir hier gleich mal die Dings anschauen, ein bisschen den Hof und wo die Produktion am besten sind, damit ich da dann halt auch einen Überblick habe, wo was ist, weil ich spiele zum ersten Mal auf der Map und ich weiß es halt einfach nicht. Der fährt noch entspannt seine Bahn, das passt. Und ich denke mal, wenn ich die Hühner auflade, hole ich mal von Autoload Hänger und dann wird das hier so eine kleine, ja, Produktionsrunde. Aber Tiere will ich halt auf jeden Fall haben. Und ich finde auch cool, dass es hier drei Viehhandel gibt. Also einen für Pferde, einen für Schafe, einen für Kühe direkt. Nicht richtig cool. Ist halt mal was Neues. Ich hoffe, das ist, ja, dürfte das die letzte Bahn sein? Nicht ganz. Nicht ganz, aber fast. Aber gut, ist nicht schlimm. Dann kann ich nämlich das, was hier übrig geblieben ist, alles weghäckseln. Was sagt er denn auf Feld 1? Ja, da hat er noch ein bisschen zu tun. Aber er macht seinen Job wenigstens. Kann ich ja GPS erstmal ausmachen. Und dann passt das. 30% abgeschlossen. Ja, läuft. Bin mal gespannt, wie viele Tiere auch in einem Stall reinpassen. Vielleicht ist es ja auch ein bisschen was. Obwohl doch, ich fahre hier vorne auf der Seite. Ach ja, muss ja anbleiben, stimmt ja. Da gucken wir mal, wie viel überhaupt da reinpasst, wenn ich mir jetzt so, keine Ahnung, 20 Hühner oder so hole. Dürfte er hier vorne sein? Ich hoffe, mit rückwärts ranfahren wird das dann noch alles hinhauen. Ich muss hier vorne hin. Genau hier. 520. Okay, reicht. 60 ist die Maximalzahl, da mache ich 30. Dann hole ich doch noch mal einen zweiten. Ui.
Beziehungsweise, ne, ich glaube, einer reicht. Ist hier nicht normalerweise der Abkipppunkt? Okay. Ich war aber auch der Meinung, die fressen irgendwie. Hafer. Mal gucken. Okay. Das heißt, die Tiere kann ich erstmal wieder abgeben, weil ich habe noch keinen Lader, wo ich das irgendwie einlagern kann. Gut. Gut zu wissen. Dann muss ich das erstmal einlagern und das dann später wohl alles machen. Wo ist denn hier das Silo? Ist das hier vorne? Keine Ahnung, vielleicht ist ja das das Silo. Mal gucken. Was ist denn hier oben überhaupt? Okay, nix. Gut. Was ich noch gucken wollte, gibt es hier auch. Es gibt Sammelobjekte, gut zu wissen. Ich probiere einfach, ob ich das da reinhauen kann. Probieren geht über Studieren. Gut, die haben keine Collie, das ist natürlich perfekt. Dann würde ich sagen, fahre ich mit dem. Was ist denn erntereif überhaupt? Feld 12 oder 14? Beides. Ja gut, dann fahre ich erstmal Feld 14 und dann passt das schon. Oder ich muss groß. Würde sagen, den lasse ich erstmal hier vorne stehen. Nee, oh, hier darf ich rein. Also ich merke, ich verfahre mich noch ein bisschen sehr viel. Gehst du rauf? Okay, perfekt. Na, mal gucken, ob hier vielleicht ein Objekt ist zum Einsammeln. Ja, das ist eine Blume. Ich weiß auch gar nicht, was hier versteckt ist. Dass die normalen Objekte sind oder ob das spezielle sind, das weiß ich halt alles eben noch gar nicht. Aber ich denke mal, das werde ich rausfinden und dann alle mal suchen. Die 20 Stück sollten eigentlich schnell zu finden sein. Also gehe ich jetzt mal von aus.
Schöner alter Krone-Ladewagen. Okay, hier ist nix. Ups. Okay. Mal ganz schnell wieder raus. Ne, aber hier scheint auch nichts zu sein. Ich mal hier vorne noch schnell gucken. Geht noch höher? Lass mich. Natürlich. Bin. Ne, ich bin zu dick dafür. Da komme ich so nicht hoch. Na gut, aber muss ich dann mal später gucken, wo die Objekte sind zum Einsammeln. Erstmal aufs Rapsfeld und dann mal gucken, was ich jetzt noch für Produktion überhaupt stehen habe. So, was haben wir hier? Kalkproduktion. Nice. Saatgut, Weizen und Gerste fehlt mir. Okay. Dünger, Mineraldünger und Gülle. Achso, das ist eine Produktion in zwei. Nice. Bist du? Flüssigdünger. Ja, und hier ist halt meine Hoftankstelle. Ach, okay. Ich hab's gefunden. Das sind also die Disketten. Gut, es fehlen noch 19 Stück und 50.000 kriege ich. Nice. Das bringt mir wenigstens ein bisschen Geld ein. Was bist du? Ach so, Wasser. Ist das meins oder ist das Deko? Ne, das ist meins, okay. Nice, ich hab erst gedacht, das ist Deko. Ja gut, die Gabel da hinten habe ich eigentlich verkauft. Die habe ich hier immer noch liegen. Mal schwimmen gehen. Sonst, ja gut, dann gehe ich erstmal Raps ernten. Das, okay, das Heulager. Kann ich da auch Maschinen reinstellen? Ja, wunderbar. Gut, das Schneidwerk hat einen Knick in der Optik. Ich muss andersrum. Sollte hinhauen, das andere mache ich dann hier mit dem Drescher. Aber wieso der Schiefer, weiß ich jetzt echt nicht. Oh, klapp dich zu und dann fahren wir mal ab aufs Rapsfeld. Vielleicht finde ich ja noch aus dem Augenwinkel hier noch eine Dings. Eine Diskette. Gut, wegen den Hühnern muss ich halt gucken, wieso ich die jetzt nicht aus dem Hänger füttern konnte. Aber das ist alles gar kein Problem. Ach, die zweite. Perfekt. Ich glaube, wenn ich alle gefunden habe, dann. Werkstattträger. Sagen, ich stelle mich ja, hier in der Kurve. Gucken wir mal, was die Mission sagt und dann.
50%. Ich würde mal eben hier oben mit einsteigen, mach mir einen Kaffee, dann bin ich gleich wieder da. So, ich würde sagen, jetzt kann man in die Rapsernte gehen. Gut, Ton passt auch, Wunderbärchen. Ich muss nur kurz gucken, wie ich stehe. So, das heißt, ich muss nicht. Doch, ich hätte von so kommen können, glaube ich. Ich muss mal gleich gucken. Also jetzt habe ich ja mit den Sammelobjekten Blut geleckt. Ne, ne, ich habe gedacht, da wäre noch was. Vielleicht hier einen Brunnen? Einen Eimer? Also wenn man zwei gefunden hat, dann will man sie alle finden. Das ist halt einfach so. Genau, sie... Ich brauche auf jeden Fall auch ein Grasfeld, damit ich auch ein bisschen Silage machen kann. Beziehungsweise es gibt ja eine Silageproduktion, also eigentlich brauche ich das nicht. Gut, ich muss drehen. Warte mal. Warte mal, warte mal. Hat mein geschultes Auge was gesehen? Noch 17 oben, wunderbar. Sind ja doch alle recht gut verteilt. Oh, zu weit. So, dann lasse ich hier. Wie kann ich den Kurs eigentlich jetzt löschen? Keine Ahnung.
würde den jetzt einfach mal hier stehen lassen. Warte mal, was war das? Alt-E. Steuerung S. Das passt. Das an. So, dann halt so. Theoretisch könnte ich jetzt die Rapsstroh-Dings anmachen, aber will ich nicht. Weil ich weiß nicht, ob im echten Leben Raps auch Stroh hat, aber ich bezweifle es mal. Der LS wird es möglich machen, aber hier will ich mal so Raps ohne Stroh machen. Vielleicht klappt es, vielleicht auch nicht, wer weiß. Genau, der ist fast fertig. Was sagt jetzt meine 21.000 Hafer? Ja, wunderbar. Läuft auch alles. Schwankt ein bisschen die FPS, aber sind stabil. Da jetzt erstmal ein Vorgewende, damit ich auch wenigstens ordentlich drehen kann und dann fahre ich unten wieder die Bahn. Dann fahre ich entspannt das Stroh ein und dann wird entspannt gepflügt. Also hier mache ich alles auf ganz entspannt, ohne Hektik. Ich bin sonst einer, der mal irgendwie was anfängt, dann was anderes anfängt, aber hier will ich jetzt mal so einfach auf ganz entspannt gechillt und dann. Passt das schon? Das ist ja eh noch die V1.0, also da bin ich auch mal gespannt, wann da das Update kommt, weil dann muss ich mich wieder drum rumschlagen, wie ich die Fahrzeuge mit rübernehme, weil immer wenn ich das probiere, klappt es einfach nicht und deswegen. Ja, ist das immer, also für mich ist das noch schwer, irgendwie die Fahrzeuge mit rüber zu nehmen. Ah ja, ist klar. Ich fahre hier ohne. Fahre ich viel besser mit, wenn ich hier ohne fahre. So, zwei oder drei Objekte habe ich schon gefunden. Ich glaube, ich werde mich mal hinsetzen, die alle suchen und dann ja, vielleicht mal ein Dings was machen, ein Video oder so. Vielleicht hat schon einer gemacht, weiß ich ja nicht. Aber drei Stück sind eigentlich easy zu finden. Also die ersten drei. Die anderen versteckt sind, weiß ich nicht, aber ich denke, man sind auch locker zu finden. Da muss ich mal gleich gucken, was das Rapsfeld braucht an Lege. Kann ich ja jetzt mal im Tier gucken. Rapsfeld, wo bin ich denn hier unten?
Ja, muss auch gepflügt werden. Also alles muss gepflügt werden. Ich weiß nicht, ob ich hier vor mulche oder halt die Dings bearbeiten soll und dann pflügen. Ich denke, ich mache das halt auch einfach mal und dann passt das schon. Kann ich jetzt eben abtanken, wenn ich schon einmal hier bin? Dann kann ich den ganzen Spaß auch mal kurz ausleeren. Richtig zu. Habe ich nicht. Irgendwas mit Kamera war das doch. Ich find's nicht. Ich find den Command mit der Kamera nicht. Set 20, ach, keine Ahnung, mache ich später. Mach ich einfach so und dann passt das. Denke mal, das sollte hier mit einem Vorgewende locker passen. Was sagt? Das passt alles noch wunderbar. Ja, das passt doch mit den Wänden. Direkt geht's in die Arbeit. Nicht den Hof gezeigt, gar nichts, aber direkt geht in die Arbeit. So muss das halt sein. Aber ich bin sofort wieder da. Ich muss mal eben ganz dringend kurz weg.
Bin wieder da. Jetzt können wir wieder wechseln aufs Rapsfeld. Denk mal, die Felder machen wir heute noch komplett runter und dann gucke ich mal, wie viel Zeit noch ist. Also ich stream halt mal so 2, 3 Stündchen, mal 4. Also mal gucken, vielleicht muss ich mal schauen oder mache ich mal ein bisschen mehr. Mach halt immer, wie ich Bock habe und jetzt werden wir auf jeden Fall die Felder runterruppen. Den Raps. Entschuldigung, werde ich gucken, was der mir bringt. Sind im August, bringt jetzt gerade nicht viel. Ist hier nicht auch irgendwie noch eine Biodieselproduktion gewesen oder so? Sägewerk, BGA, Dieselproduktion. Ich glaube, die Dieselproduktion brauche ich für Raps. Was kostet die denn eigentlich? Was ist hier oben? Zuckerfabrik, Diesel. Ui! Was ist denn das für eine Produktion, Alter? 170.000! Ich weiß gar nicht, was ich alles hierfür brauche, deswegen weiß ich nicht, ob das so schlau ist. Ist hier nicht auch irgendwo noch eine Zuckerfabrik gewesen? Ich glaube, hier war noch irgendwo eine andere Fabrik hoch. Genau hier. Man hört es auch. 80 Jahre. Diese, also die Diesel ist halt echt heavy. Hier ist die BGA, Bäcker. Ah, hier ist eine Bäckerei. Das ist auch geil mit dem Autos. Also ich muss, also wenn ich die jetzt öfter spiele, werde ich halt öfter spielen, muss ich halt gucken, wie es aussieht mit den Updates auf jeden Fall, weil da will ich halt immer auf den Stand bleiben und ja. Okay, das ist ein bisschen. Also da ist jetzt nicht schlimm, aber die Blumenkübel ist jetzt halt, ne, gut, dass jetzt da drinnen stecken. Sieht zwar nicht schön aus, aber man kann da ja von Hand wenigstens Hand anlegen und sagen, man macht das eben da weg. Jetzt kurz gucken, was da mit der Wiese ist, ob ich die bewirtschaften kann oder nicht. Bäckerei Bachmeier. Weil wenn ich die bewirtschaften kann, wäre natürlich nice. Hatten die keine Colli? Nö, hatten keine Colli. Ja gut, das ist, weiß ich nicht. Gut, ist ja erstmal egal. Aber zumindest gibt es so eine Dieselproduktion und sobald ich alle Sammelobjekte eingesammelt habe, kann ich mir die ja mal gönnen und dann das Raps zur Not da einlagern. Das wäre ja gar kein Problem. Nur so, ich habe ja noch nicht alles gekauft, also muss ich halt erstmal muss ich halt erstmal wirtschaften und rumkommen. Okay, ich muss mal hier ein bisschen verschieben, damit das auch wieder passt. So, was habe ich denn jetzt überhaupt schon alles? Hier ist noch nichts. Doch, hier ist jetzt wieder ein neues Schneidwerk drin, aber gut, brauche ich nicht. Ich habe einen Düngestreuer, ich habe 2 Traktoren, Drescher, Pflug, ich brauche was zum Säen, zum Unkrautspritzen, zum Walzen und zum Mulchen. Beziehungsweise Mulchen brauche ich ja eh. Hole ich mir den, ich weiß nicht wieso, ich den irgendwie Schnieker. Gut, für Walzen hole ich mir die wieder und dann halt zum Ansehen muss ich halt gucken. Muss halt auch gucken, wie ich mit ProSeed klarkomme, weil ich ja auch mit ProSeed spielen will und ja. Ob ich das ansehe, wenn es gepflügt ist, um die Spur noch verkartet zu haben oder ob ich das einfach so machen kann, weiß ich nicht. Muss ich halt auf ganz entspannt gucken. Aber der Gebrauchtwagen-Shop ist halt auch. Also irgendwie ist da nie was drin, was ich gebrauchen kann. Außer jetzt halt der Fendt. 1250 C. Habe. Den. Ne. Das Maisgebiss kann ich nicht gebrauchen.
Passt noch alles wunderbar. Denk mal, der ist jetzt oben bei den Vorgewänden. Das heißt, dann ist die Mission gleich auch fertig. Kann ich da dann auch wenigstens den auf ein anderen Feld schicken und die Mission dann auch beenden. Ich muss sagen, GPS ist doch schon was Feines. Ich wollte gerade schauen, wo noch andere Dings sind, aber ich habe ja schon drei gefunden. Das heißt, ein bisschen Geld ist ja zum Glück noch drin für die Maschinen. Ich denke mal, eine 6 Meter oder eine 9 Meter Seemaschine sollte hier auf den Feldern locker reichen. Und dann brauche ich auf jeden Fall Weizen für unsere Saatgutproduktion und halt bald Tiere, damit ich meine den Dings anstellen kann. Meine Düngeproduktion. Nicht gleich, ja. Ich hoffe, ich kann noch bis unten hinfahren, aber da muss ich gleich schon wieder abtanken. Ja, das sollte sich so gerade knapp ausgehen. Oh, wirklich so gerade eben. Passt das? Ja, passt. Was sagt die Grubber-Mission? Gucken wir mal eben schnell, wenn ich schon mal gerade Zeit habe. 88%, wo ist er denn? Auf letzten Bahn und dann. Also da die Dieselproduktion, die will ich auf jeden Fall haben. Und sonst weiß ich nicht, was man denn noch in Konditorei. Ja gut, hier ist der Kuhhandel. Eine Wiese wäre halt auch interessant. Ist eine Wiese und die weiß ich aktuell. Uff, ja, aber ich muss erstmal warten, Maschinen kaufen und dann mal gucken wegen der Wiese. Also den hätte ich auch gerade hinfahren können. Aber die Felder sind ja doch zum Glück schnell runter. Also dann kann ich gleich den Klaas benutzen, um hier zu mulchen. Und dann kann er später, dann kann der Fendt hier später drauf flügen, damit das auch wenigstens alles seine Ordnung hat. Ob ich es jetzt richtig mache, weiß ich nicht, aber ich mach's halt einfach. Ob ich hier mit Schafen Vorgewände arbeiten soll, ist halt auch noch die Frage. Beziehungsweise, wenn ich ja eh flüge, dann kann er erst die Bahn flügen und dann das Vorgewände theoretisch.
Er sollte passen, nur wenigstens noch gerade hinstellen. Ist er jetzt so fertig oder muss er noch die 4%, ey? Doch, dann behalte ich erstmal den Diesel für die Produktion um und dann hole ich mir die irgendwann. Erstmal ein bisschen alles auf Lager, also Vorrat haben und dann mal gucken. Na komm, zeig mir an, du bist fertig, dann kann ich den Klaas auf den Dings auf Feld 2 schicken zum Düngen. Dann habe ich wieder knappe 700.000 für die restlichen Maschinen. Ja, ganz knapp. Also, ja gut. Ich glaube, das ist kein Feldweg. Muss ich mir jetzt mal kurz hier. Muss ich mich jetzt einfach mal hier kurz mit reindrängen. Aber dann kann ich gleich am Shop gucken, ob da auch noch so ein Dings ist. So eine Kassette. Packt einen auf den Stuhl? Ne, sah so aus. Ui. Aber zum Glück ist der Hof groß genug und ich muss da nicht umbauen für Hallen oder so. Also da habe ich dann jetzt das nächste Mal, also da habe ich jetzt zum Glück das erste Mal Glück gehabt, weil ich sonst mal irgendwie die Hallen mit austausche. Das ist teuer, KI. Warte mal, warte mal, warte mal. Ernsthaft? Kann ich einsteigen? Oder ist das Deko? Ach ne, schade. Ja gut. Dann hoffe ich mal, wenn da ein Cop-Auto steht, als nur zu dick und dass hier keine Blitzer verbaut sind. Ich glaube, hier kann ich schon. Nein, weiß ich nicht. Aber hier auf jeden Fall. Hier
da irgendwie ein Stück zum Einsammeln. Gut, da weiß ich nicht, dann. Nee, oder? Ich guck mal eben, aber das sah so aus, als würde was drauf liegen. Nee. Schade, ich habe gedacht, ich finde noch einen auf dem Weg zum Hof. Weil die 50.000 hätte ich mir gerne mitgenommen. Aber gut, steckt man halt nicht drinne, da muss ich mich dann halt mal in Ruhe hinsetzen und die mal suchen. Wo stelle ich dich jetzt rein? Einfach da rein. Erstmal. So, jetzt bin ich mal gespannt, wo ich hier Dings einkaufen kann. Mineraldünger oder ob ich das beim Shop holen muss. Ui. Wenn ich schon mal gerade hier bin, dann kann ich ja gucken, ob hier auch noch was liegt. Servus. Ja. Eis heute gratis Ehre. Ich würde sagen, jetzt fahre ich mal zu diesem Landhandel. Was war das? Landhandel, Landhandel. War der Laden überhaupt? Hier. Dann gucken wir mal, ob der mir was verkauft. Oder ob ich dann wieder zum Shop fahren darf und dann da das alles einkaufen darf. Wäre jetzt natürlich richtig mies, aber muss ich dann halt auch gucken und kann ich dann halt auch nichts für. Oh, fahre ich jetzt einfach hier vorne rein. Gucken wir mal, was wir hier kriegen. Kalk, Mineraldünger, perfekt. Ich hoffe, es ist nicht allzu teuer, sonst habe ich ein Problem. Ui! 25.000 Liter für 30.000. Das kriege ich nur mit Missionen rein. Also das war immer ja mal. Ui. War jetzt ja ordentlich kleines Miese.
Gut, das heißt, darum vermeide ich hinzufahren, außer ich habe hier dann auch nochmal eine Mission zum Düngen. Gucken wir mal, ob der jetzt hier wenigstens das mit dem Düngen schafft oder ob der Streuer dann auch wieder sagt, nö, ist nicht. Zwei Vorgewände. Oho, das passt perfekt. Dann fangen wir an. Aber dann kann ich jetzt wenigstens das Raps wieder runterholen und das läuft alles. Aber für eine Ladung so viel Geld zu zahlen, das tut schon ein bisschen weh. Wie? Habe ich jetzt Feld 1 gerade echt? Warum habe ich jetzt nicht Feld 2 genommen oder was? Doch. Was war jetzt das für ein Kindergarten? Muss ich nicht verstehen. Muss ich und will ich nicht verstehen. Gut, aber viel kriege ich hier echt nicht runter. Also ich hätte mit mehr gerechnet. Was sagt der Shop? Nix. Und dann muss ich noch schauen, was ich anpflanzen kann, weil ich ja wie wieder mit Season spiele und da muss ich halt schauen, ob jetzt wieder Weizen, Gerste, Raps. Und dann muss das auch noch in den Boden. Gut, ich spiele ja in 2 Tagen, also habe ich da noch gut Luft, aber kann ich ja noch nebenbei ein paar Missionen mal machen. Jetzt. Das ist gleich fertig. Vielleicht suche ich den dann jetzt nochmal eine Mission raus zum Düngen, weil dann muss er das Geld erstmal wieder reinkriegen. Gut. Düngen ist jetzt nicht gerade so lukrativ. Und da habe ich nichts. So, komm hier, so. Schokolade habe ich nicht. Kartoffeln habe ich nicht. Wasser. Wer braucht Wasser? Wasser an die Saatgutproduktion, bevor die Zeit abläuft. Also wenn das meine eigene wäre, dann könnte ich es theoretisch annehmen und mal gucken. Weil Wasser weiß ich nicht. Mal gucken. Weil lustig wäre das ja, dann werde ich schon mal voll. Aber glaube ich nicht. Zum Ende wird wieder knapp, aber machbar. Okay, fährt aus, wunderbar.
Na komm. Immer noch nicht. Ah, jetzt. Perfekt. Was hier jetzt gleich der letzte oder vorletzte Streifen? Denk mal. Na, ich denke mal der letzte. Ja, knapp. Und der letzte einmal kann ich noch runterfahren und dann erstmal ins Silo packen und dann ab zum nächsten Rapsfeld. Siebenundachtzig Prozent abgeschlossen, ja gut. Was packe ich hier drauf? Denk mal, ein Weizenfeld reicht. Ein Weizen, ein Gerste und ein. Was kann ich auf eine 12 packen? Ein Weizen, ein Gerste. Da vielleicht auf eine 12 irgendwie Gerste und hier irgendwie Mais zum Häckseln. Häckseln. Gibt es denn auch eine Häckselgutproduktion oder Häckselgut würde es geben, theoretisch? Na gut, dann würde ich hier, glaube ich, Mais drauf klatschen und dann kann ich den häckseln. Ich muss mir unbedingt den Arbeitsplan-Mod mal mit downloaden, damit ich da auch ein bisschen ja, mich mal reinfuchsen kann. Und dann muss ich nicht mal gucken, wie, wo, was, dann kann ich einfach in den Mod reingucken in der Tabelle und dann passt das. So rein theoretisch. Ja, Feld 2 abgeschlossen. Wenn er beendet hat, dann kann ich auch abgeben. Wo bist du? Zwar nicht die Hälfte, aber knapp die Hälfte von dem, was ich gerade ausgegeben habe, ist wieder drin. Das ist natürlich wunderbar. Hat der keinen. Nö, der hat keinen Bildschirm. Was hat er dann zum Öffnen und Schließen? Keine Ahnung.
Bin ich gerade nicht, was der zum Öffnen und zum Schließen hat. Der ist full. Gut, vielleicht kann ich mit dem Glas dann einfach so da hochfahren und dann erstmal offen lassen. Hol ich gleich nur den Schneidwerkswagen. Das hängt immer schief, wieso auch immer. Jetzt einfach schnell hier rein. Oh, der hat nur 2% verbraucht. Nice. Das ist aber sehr viel. Aus dem Weg, sonst gibt es heute auch wieder Regulasch. Aber ich glaube, ich komme über eine Wiesefläche nicht hinweg, weil ich brauche ja auch schon alleine für Schafe wie Gras oder Heu. Ja, das ist. Da muss ich echt gucken, wie ich das mache. Passt. Wo stelle ich jetzt dich hin? Ach komm, ich stelle dich daneben. Gut, gerade stehen ist was anderes, aber egal. Was hole ich jetzt, den Ladewagen oder Mulcher? Ich glaube, ich hole jetzt erstmal den Ladewagen runter. Ja, doch. Will ich den hier schon mal bereit und dann mache ich noch das eine Rapsfeld und dann fange ich an mit der Strohernte. Ja, der zieht aber auch ganz knapp vor. Hier hin. Wie viel Raps habe ich jetzt überhaupt drinne? 27.000. Na, hier ist ja für Schneidwerke perfekt. Das Schneidwerkslager, falls ich mal irgendwann mehr als eindresche, weil ich auf jeden Fall haben werde. War hier nicht. Oh, ich muss ja also sogar hier schon stehen bleiben. Ups.
Na dann, hoffentlich fährt er auch perfekt dran vorbei. Hier kann ich ja perfekt rasen, stört ja keinen. Denk mal, ich fahre jetzt erst wieder den Klaas hoch und dann den Schneidwerkswagen mit Schneidwerk. So, dass ich dann weiß, wie ich den am besten hinstelle und fahren muss. Nee, rückwärts fahren, habe ich gar keinen Bock drauf. Ich wusste, das kann nicht gut laufen. Muss von oben ran. Da das ja eher alles Raps ist, ist ja egal, ob jetzt da noch was drin ist oder nicht. Öffnen kann, genauso lange eine Frucht drin ist, kann ich nicht öffnen, ist halt auch, ne, das finde ich halt auch richtig gut. Gut, AdBlue ist auch noch gefüllt, das passt. Da ist das Feld, das heißt dann. Ja, doch, ich positioniere mich da vorne irgendwo und dann sollte das ja hinhauen. Denk mal hier und dann positioniere ich mich so und dann halt. Ja, doch, das sollte passen. Hier aus. Ne, der ist nicht an. Perfekt. Erstmal die ganzen Maschinen hier rausgemacht, der das ist ja alles Sprit. Sprit ist teuer. Darf ich da oben gleich wieder drehen, weil. Denk mal, ich drehe jetzt einfach hier vorne schnell. Drüben fällt. Passt. Voilà, schnell. Stelle ich den jetzt einfach eben hier vorne hin. Und dann ab in die Ernte. Alt C, Steuerung S. Setzen. Nein, stopp. Löschen. Okay, ich merke gerade, das bringt so nichts.
Ja, gut. Dann will halt nicht, ist nicht schlimm. Dann probiere ich halt mal ohne GPS, weil das ja gerade da so Faxen macht. Weiß ich nicht. Aha. Geht doch. So, Alt-E, Alt-X. Wunderbar. Warum nicht gleich so? Warum kann es ja nicht gleich so funktionieren? Freiwillige Feuerwehr, was steht da? Freiwillige Feuerwehr Südhämmern. Also ich muss sagen, auf der Karte bleibe ich jetzt erstmal. Also neben der Oldstream Farm ist das eine Karte, wo ich drauf spielen werde. So, weil immer nur die Oldstream Farm war, war für mich halt auch irgendwann einfach nur noch langweilig. Jetzt muss ich dann noch später das Rapsfeld mulchen und dann kann ich hier pflügen. Obwohl 12 ist halt auch ganz groß. Vielleicht packe ich hier auch einfach Mais drauf, miete mir einen Häcksler und dann Attacke. Ernten. Düngen, ernten ist nicht viel. Krubbern ist halt auch nicht viel. Pflügen 11.000. Feld 34. 20. Ja, das wäre irgendwo hier unten. Also Missionen sind halt ordentlich da, aber aktuell nichts Lukratives. Genauso wie halt in dem Gebrauchtwagen-Shop ist auch nichts Lukratives. Ich gucke halt immer oft rein, weil ich halt denke, es ist ein Schnäppchen drinne. Ich werde wahrscheinlich auch offscreen dann noch die restlichen Maschinen kaufen und dann alles erstmal zum Hof schaffen. Wahrscheinlich. Schon besser. Beziehungsweise, ne, kam dieser. Ich brauche auf jeden Fall eine Samen, eine Sätmaschine, also Sätechnik. Die ist schon 8 Meter. 240 PS. Einfach die. Dann brauche ich Einzelkorn. Einzelkorn werde ich wahrscheinlich die nehmen. Passt noch gut. Dann brauche ich was zum Spritzen. Spritzen werde ich 18 Meter, ja. Und zum Spritzen werde ich jetzt gleich mal gucken, was ich da nehme. Denk mal, 18 Meter sollte auf jeden Fall safe passen. Ich nehme halt die mit 12 Meter. Ne, ich nehme die Querneland mit 18. Reifen. Pflege. Ach ne, beziehungsweise wenn ich eh mit Fahrgassen spiele. So. Grünlandpflege, Walze. Eine Walze brauche ich noch.
Und sonst, ja, was zum Düngen, zum Kalken, zum Fahren, zum Preschen, zum Abfahren. Ich glaube, sonst war es das erstmal, wenn es jetzt mich nicht komplett täuscht. Gut, vielleicht Grünlandpflege und wenn ich mir hier was miete, aber sonst denk mal mit 389.941 sollte ich safe sein. Komm bitte, fahr bis zum Ende. Lass es klappen. Lass das Glück auf meiner Seite sein. Jawohl. Hui. Also. 2,74 Hektar. Wenn ich den noch mit IC hätte, wäre auch bestimmt nice. Das auch. Ui, gerade so. Ich hoffe, mit der Ladung wird er nicht voll sein, aber muss ich gucken. Denke aber mal nicht. Nee, locker nicht. Wunderbar. Oh, ganz knapp am Fan vorbei, aber wirklich haarscharf. Muss ja noch mal gleich gucken, wo überhaupt hier die Produktion ist. Futterhalle. Ich glaube, in der Futterhalle gehört das rein. Oder? Ja, in der. F das gehört in die Futterhalle 1. Gut, ich denke mal, das ist aber auch alles beschriftet. Dann fahre ich das Stroh nämlich in die Futterhalle und dann sollte das passen. Das ist jetzt vielleicht nicht gerade legitim und realistisch, aber aufs Vorgewinde hat jetzt gerade nicht so viel Lust, weil hier eigentlich das da der Platz ist, der vorhanden ist. Normalerweise macht man Vorgewinde, ist mir schon klar. Was ist das für einer? Der Class Trion, ne? Ja, Class Trion 27. Ein kurz Fenster zugemacht. Ja. Gut. Das Feld ist auch wieder fast abgeerntet. Also die Felder gehen echt fix, gehen echt schnell runter.
Hätte jetzt ganz ehrlich nicht mit gerechnet, dass das so fix geht. Gut, vielleicht hätte ich mir vielleicht ein Rapsfeld sparen können und hätte mir vielleicht ein Weizen- oder ein Gerstefeld holen sollen, damit ich wenigstens auch meine Saatgutproduktion anschmeißen kann. Das wäre vielleicht noch ein bisschen schlauer gewesen. Aber jetzt ist nicht schlimm, da mache ich halt fürs kommende Jahr mein eigenes Saatgut. Aber eine Wiese brauche ich so oder so. Das heißt, ich muss mir eine Wiese vielleicht kaufen, weil sonst ist hier Ende aus Mickey Maus. Aber hier ist kein Unkraut, das heißt, hier dürfte vielleicht ein bisschen mehr runterkommen. Aber ich denke mal, das Feld darf ich auch pflügen. Also so viel, wie ich das jetzt schon eingeschätzt habe. Da habe ich alle drei Felder auf jeden Fall pflügen. Gut, Feld 9 ist noch Unkraut, aber sonst, ach, Stroh, aber sonst ist halt echt alles in Ordnung. Vielleicht packe ich das Dings einfach gleich ins Regal, das Glasschneidwerk. Weil wenn das Regal schon mal da ist, dann ist auch ein bisschen Platz sparen da. Wenn ich schon gerade einmal dann dabei bin. Ich denke mal noch anderthalb Bahnen, dann bin ich auch schon wieder durch und dann. Also so schnell hätte ich jetzt echt nicht mit den Feldern überhaupt gerechnet. Gut, das Schneidwerk ist halt groß, aber ich habe gedacht, das braucht ein bisschen länger. Ich habe jetzt drei Felder in 2 Stunden abgeerntet mit noch 2 Missionen zwischendurch. Also 3 Felder, 2 Stunden ist auf jeden Fall sportlich. Gut, das sind jetzt auch nicht die größten, aber ja. Hier wird gleich noch entspannter Stroh eingefahren. Aber in die Futterhalle. Was brauche ich eigentlich für Schweine? Mal eben schnell gucken. Futterhalle 2. Mais. Okay, ich könnte Körnermais machen, da das erste Jahr. Ah, ich muss halt gucken. Obwohl Schweine ist mir lieber, weil dann gehe ich erstmal nur auf Schweine und das Stroh packe ich dann halt auch schon mal hier rein zum Einlagern. Also Sojabohnen kann ich ansehen. Ja, ich bräuchte 4 Felder für die Produktion von, wie heißt es, von Schweine. Oh. Da sollte ich dann das nächste Mal nachgucken. Eben mal schnell die ausleeren. Das heißt, 3 habe ich, 1 bräuchte ich noch. Vielleicht von 1, wo direkt. Guck mal, da vorne sind auch für 13 noch bestimmt Rüben drauf. Dann kann ich mir das zu nur kaufen. Dann kann ich das dann halt einfach dann da reinpacken. Feld 13. Ja, Feld 13 ist Rüben. Rüben sind im Wachstum. Was kostet Feld 13? 194.000. Dann habe ich 4 Felder und dann habe ich schon mal soweit die Felder für Schweine fertig.
Weil dann gehe ich doch erst auf Schweine und nicht auf Kühe. Und dann passt das. Gibt es überhaupt einen Schweinehändler? Weil hier ist ein. Hier ist der Schweinehandel hier oben. Passt, hier ist der Hof, da. Easy. Weil dann packe ich nämlich die Rüben, die dann das Jahr darunter kommen, dann direkt in die Schweineproduktion, und dann habe ich da dann wenigstens schon mal Ruhe. Dann kann ich mir für nächstes Jahr Schweine kaufen. Das ist doch ein Plan. Ab auf die Schweinezucht. Da muss ich halt nur alles anpflanzen für Schweine. Mais, Weizen. Gut, Weizen brauche ich eh für die Produktion. Da mache ich dann Hälfte, Hälfte vom Feld. Und dann sollte das halt auf entspannt hinhauen. Ich glaube, das Stroh könnte ich zur Not auch einlagern in Silo. Ich glaube, das wäre gar kein Problem. Falsch da. Oh, ja, Stroh könnte ich zur Not einlagern. Das wäre gar kein Problem. Also entweder lagere ich das ein oder ich packe das in die Kuhproduktion. Denke erstmal, ich packe das erstmal ins Silo, weil ich denke mal, die Schweine brauchen auch Stroh. Oder kann ich Mischfutter verkaufen? Das muss ich mal schnell nachgucken. Das wäre natürlich nice. Aber das kann ich hier nicht sehen. Silage, Häckselgut. Schade, ich habe gedacht, ich kann das hier sehen, ob ich die verkaufen kann. Vielleicht sollte ich mal das Modpack vom Feed Action deaktivieren, weil hier sind ja genug Produktionen drauf. Da brauche ich ja dann nicht eigentlich noch mehr. Ich glaube, für den nächsten Stream tue ich die mal deaktivieren. Das Modpack und das Hallenpack. Weil brauche ich es hier theoretisch nicht. Da los. Mal kurz was nachgeguckt. So, jetzt können wir weitermachen. Also wenn beim kurz raustappen der Ton meistens weg ist, dann bin ich halt was am Nachgucken. Das ist halt der Nachteil, wenn man nur ein Bildschirm hat. Aber stört mich nicht, weil auch mit einem Bildschirm kann man was machen. Wunderbar, die Felder sind abgeerntet, das heißt Stroh einfahren, alles entspannt zum Hof fahren. Aber bitte lass alles reinpassen. Ich denke mal, sollte kein Problem sein. Ja. Den glaube ich. Gucken, ob ich den so schon da drauf kriege, und dann mache ich jetzt was, was ich sonst eigentlich nicht mache. Aber ich denke mal, das sollte gerade hinhauen, wo ja eh kein Verkehr ist. Und ich weiß, das macht man eigentlich nicht, ist mir klar, aber das ist jetzt halt auch mal kurz eine Ausnahme. So. Und Umleuchte an. Nee, schade, ich habe gedacht, da liegt eine Dings. Diskette. So, mal gucken, wie das jetzt klappt mit dem Regal.
gucken. Denk mal, ich nehme auch erst den obersten runter und dann sollte das klappen. Gucken wir doch mal. Okay. Bin ich mal gespannt, wie das funktionieren soll. Und ob das überhaupt da reinpasst, weil Schneidwerke sind ja unterschiedlich groß. Das soll so. Ich weiß ja nicht. Okay. Perfekt, das passt. Gut, dann würde ich sagen, können die Schneidwerke ja ruhig da oben rein. Ungeputzt. Und die Dings packe ich jetzt einfach hier so hin, wenn das so gerade passt. Hauptsache, das steht erstmal und dann packe ich den jetzt in die Halle. Sich da durch. Jo. Ruhig gerade rein. So. Erstmal ist der fertig. Das heißt, die erste oder halt die erste Ernte für ein Jahr ist fertig. Gut, der Shop ist ja ein bisschen gefüllt, aber sollte kein Problem sein. Ja, bei mir geht's draußen wieder ab. Also, wie viel Raps habe ich jetzt von den zwei Feldern bekommen? Nicht viel, also 50.000 ist ein bisschen, aber nicht viel. Sag ich. Ah ja. Hat doch alles, Colli. Würde sagen, ich lasse den. Ich stelle den hier rein. Ja. Ruhig auch ein bisschen schief, dann passt das nämlich. Wo stelle ich dich jetzt hin? Ja komm, das ist ein Fan, also über Hügel und Berg und Tal packt er ja schon. Ich glaube, ich würde den erstmal einfach da vorstellen, vor die Halle und dann schauen, ob ich einen passenden Platz finde. Ich glaube, erstmal hier so schön vor. Das Gewicht runter. Dann würde ich sagen, geht es jetzt mal entspannt an die
an Stroh einfahren. Wird zwar auch nicht viel sein, aber auch Kleinvieh macht Mist. Denk mal, vielleicht einmal wird der auf jeden Fall voll und zweites Mal weiß ich nicht. Also ich bin bei Stroh immer skeptisch, weil ich halt nie weiß, wie voll das überhaupt wird. Und deswegen bin ich bei Stroh immer sehr skeptisch. Aber vielleicht unterschätze ich es auch mit zwei Wagen, weil der Wagen ist doch recht schnell voll. Aber ich würde sagen, ich hau das erstmal. Na, wo hau ich dich jetzt rein? In die Produktion oder ins Silo? Ich denke, mein Silo ist schlauer. Ins Hofsilo ist, glaube ich, echt schlauer, wenn ich jetzt auf Schweine gehe. Ja, ich pack's ins Hofsilo. Oder kann ich dich auch da reinpacken? Oder ist das nur halt nur Heulager? Hab gedacht, das ist nur Heulager. Gut, kann mich eigentlich oder sollte mich eigentlich nicht stören. Ist wenigstens der Fahrtweg dann auch nicht so weit. Ach, hier ist da auch was zum Kaufen gewesen. Ach, wieso bin ich denn hochgefahren? Was ist hier? Grastrocknung. Ah, hier kann ich das Gras trocknen. Nice. Gut zu wissen, dass wenn ich die Wiese mähe, dass ich da die Grastrocknung habe. Jetzt fahre ich hier die Bahn, dann fahre ich da vorne wieder das kleine Stück und dann ist das hier alles schnell drinne. Warum blute ich jetzt bitte schön? Woher? Mysteriös. So, dann hat der Klaas und er fängt jetzt mal kurz Pause, dann kann nämlich der andere Klaas arbeiten. Was mich halt immer stört, wenn ich jetzt ins Spiel gehe, ich muss immer den Zug bei der Anzeige oben ausmachen. Ich weiß nicht, wie ich den dauerhaft ausstellen kann. Also wenn ihr da was wisst, wie ich den dauerhaft ausstellen kann, dann lasst es mich halt gerne wissen, weil immer hier F3 drücken und dann unten ins Menü zu gehen, ist halt, ja, ist nicht schlimmer, es bockt halt nicht. Wenn ich mal ganz ehrlich bin. Denk mal, wenn ich hier wieder bin, na gut, dann ist er noch nicht voll, aber ich denke mal, ich tue den trotzdem ausleeren.
schadet ja nicht. Wenn ich jetzt hier kurz hinten ranfahre und den einmal ausleer. Gut, vielleicht hätte ich mal einen größeren Ladewagen nehmen können, aber der Mengele habe ich schon. Fand ich doch schon ganz nice. Oh, ich hätte vielleicht auch den Dings runter machen sollen. Ich hätte vielleicht den Picker runter machen sollen. Gut, ist nicht schlimm. Ich denke mal, ja, knappe 100.000 Liter Stroh wären es vielleicht, also nicht gerade alles, aber 100.000 Pi mal Daumen. Jetzt ja, hier die zweite Bahn. Ich glaube, 6,5 Bahn habe ich dann gleich noch auf ganz entspannt. So Pi mal Daumen. Oder ich kann diesmal bis nach ganz unten fahren. Das wäre natürlich auch nice. Und dann wieder ausladen, hier hoch und dann wieder die nächste Bahn nehmen. Das ist, glaube ich, schlauer. Immer wenn ich unten bin, einmal ausleeren. Ja, doch, das ist schlau. Und auf die 4% macht es jetzt halt auch nicht irgendwie den Braten fett oder so. Was sagt mein Lager? 60, ja, läuft auf jeden Fall. Komme ich mit 100.000 auf jeden Fall nicht realistisch, aber fast dran. Hier kann ich nichts, okay. Ich habe gedacht, hier können ja auch den Bildschirm irgendwie einklappen oder auffahren, aber das hängt ja nur so dran, habe ich dann gerade gesehen. So, wenn ich wieder unten bin, kann ich wieder abladen. Ja, Pi mal Daumen. Haut wieder perfekt hin. So lobe ich mir das doch.
Das rückwärts ranfahren, das ist ja halt auch nicht so schlimm, also ist halt auch alles machbar. Wie viel habe ich denn jetzt überhaupt allgemein drin? Mal gucken. 86.700, ja. Also 100.000 ist auf jeden Fall easy drin. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, aber auch ich verschätze mich halt mal öfter. Aber naja. Mal mehr, mal weniger, aber es kann halt auch mal passieren, dass ich mich verschätze. Wenn ich hier fertig habe, ja, mal gucken, was da noch ansteht. Also ein bisschen steht noch an, aber wann und ob ich das jetzt gleich noch mache, mal gucken. Wenn ich wieder unten bin, kann ich wieder ausländern, dann die zwei Bahnen und dann ist das Stroh einfach auch fertig. Gut, 80%. Komm, egal. Obwohl, ne. Kann ich hier noch ein bisschen was mitnehmen, weil die 100 sollte ich schon haben. Diesmal also annähernd 100, weil da waren jetzt nur 80%, aber kann ich auch ruhig alles mitnehmen. So, gleich mal, wenn ich den letzten Wagen drum habe, mal schauen, was ich insgesamt habe, weil denk mal, ist doch schon ein bisschen was. Hier vorne die Hälfte, hier die ganze Bahn. Und dann sollte das passen. Dann hole ich gleich den Mulcher. Was braucht der Mulcher überhaupt für eine PS-Zahl? 130 hat der Klaas locker. VB. Denk mal, ich lasse den jetzt dann gleich auch erstmal hier in der Heutrocknung stehen, den Hänger. Beziehungsweise hier vorne in den schmalen Gang rein, mal gucken. Oh, perfekt. Ja.
135.000 habe ich fast. Lecker. Also das schmeckt doch. Da kommen wir, glaube ich, ob ich den da noch mit reingequetscht bekomme. Lustig wär's, aber ich glaube halt echt nicht. Oder wenn ich den halt ein bisschen so. Ja doch. Rein geht immer, raus ist eine andere Sache. Jetzt den Mulcher holen fahren und dann gucke ich mal, Feld, ob ich Feld 12 oder Feld 14 als erstes mache. Mulcher hier. Das ist jetzt natürlich schlau. So tanken brauche ich nicht, ist noch voll genug. Ui. C, S, Automatische Spurführung anliegen zeigen. So, dann tue ich jetzt noch auf entspannt mulchen ein bisschen. Zum Glück ist ja GPS dabei. Mit 18 km/h ist aber auch richtig gut schnell dabei. Also das sollte ja, also ne, passt ja auch wunderbar. Bitte. Und eigentlich kann ich ja hier bis zum Ende fahren, ein bisschen hier die Wiese noch mitnehmen. Dann hole ich alle zweite Bahn und dann zum Schluss die anderen zwei Bahnen. Ich denke mal, das ist dann doch schlau. Heißt, was heißt schlau, aber ist auf jeden Fall machbar. Ist gut, wenn man alles mal parat hat. Müsste mal kurz was rausnehmen, Entschuldigung. Jetzt hat er ein bisschen mehr weggemacht, aber ist ja nicht schlimm. Aber mit dem Mulcher also auch schnell unterwegs. Also ich schaue da nie auf die PS-Zahl. Ich gucke immer wegen, was sie für eine PS brauchen, und dann schaue ich aber nie wegen der Arbeitsgeschwindigkeit, und dann sind die doch immer schneller, als ich denke. Ach, oh, ich denke mal, das reicht. Ja, passt. Wunderbar.
Dann kann er hier später auch gepflügt werden. Dann ist das wenigstens, ob es jetzt richtig ist, weiß ich nicht, aber ich mache es halt trotzdem. Aber gut, ich würde trotzdem sagen, das soll es erstmal für heute gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet doch gerne das nächste Mal wieder ein. Habt noch einen schönen Rest Montag. Ich bin raus. Ja, tschüss und ciao.